Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu RKH Livestream. Wahrscheinlich sind Sie es alle gewöhnt, Patientenvorträge live zu hören, direkt Fragen stellen zu können an die Spezialisten. Nun, das ist unter Corona-Zeiten komplett anders. RKH Livestream ist deswegen ein tolles Forum, um trotzdem den Bedürfnissen nach Informationen nachzukommen und gleichzeitig aber auch Fragen stellen zu können. Wir haben heute Morgen unsere Mailadressen frei gehabt und Sie haben eine ganze Menge an Fragen schon bekommen. Und wir hoffen natürlich, dass Sie die Chat-Funktion nutzen und uns auch im Laufe des Abends eine ganze Reihe Fragen stellen können. Die wollen wir dann gemeinsam beantworten. Was erwartet Sie heute Abend? Unser Thema Rheuma. Ja, was ist Rheuma? Das klingt so da und ich bin sicher, wir werden darauf eine ganz interessante Antwort finden. Noch viel prickelnder ist das zweite Wort, moderne Therapie. Wenn Sie von mir hören, dass das, was ich vor 20, 25 Jahren in der Medizin über Rheuma gelernt habe, nicht mehr existiert, dann haben Sie, glaube ich, verstanden, dass wir uns in den letzten Jahren eine Revolution vor uns gehabt haben. Eine wahre Revolution mit wirklich fantastischen neuen Möglichkeiten in der modernen Rheumatologie. Wer wird heute Abend Ihre Fragen beantworten? Zu meiner Rechten mein Partner, Herr Dr. Miele. Herr Dr. Miele ist ärztlicher Direktor des Süddeutschen Rheumazentrums. Er ist internistischer Rheumatologe, ist seit vielen Jahren Chefarzt und wir sind ganz stolz, dass wir Herrn Dr. Miele seit Januar diesen Jahres am RKH-Zentrum in Neuenburg begrüßen können und dass er mit mir ein Team in der Rheumatologie bildet. Herr Dr. Miele. Danke. Und ich darf zu meiner Linken den Professor Sell vorstellen, Orthopäde und Rheumatologe. Ja, mittlerweile kann man sagen, jetzt seit 20 Jahren Chefarzt, international bekannt, muss man sagen, und hat also viel gemacht, viel einen Operationsatlas rausgegeben, der übersetzt wurde in viele Sprachen, ist auf den Fokuslisten für die Endoprothetik und der Rheumatologie seit Jahren. Und daneben noch, muss man sagen, Leiter des Lehrstuhls für Sportorthopädie am KIT in Karlsruhe. Und das Beste ist, er ist seit, also für mich jetzt das Beste ist, er ist seit 2015 ärztlicher Direktor der Klinik in RKH-Klinikum in Neuenburg. Und das ist für mich natürlich eine ganz tolle Gelegenheit, diese Zusammenarbeit mit ihm in Neuenburg zu leben. Vielleicht zu Beginn ein paar organisatorische Daten. Herr Professor Sell, wo findet man uns und was sind die Besonderheiten unseres Konzeptes? Wo findet man uns? Das Gelenkzentrum Schwarzwald und das Süddeutsche Rheumazentrum, das wir beide vertreten, findet man in Neuenburg. Und ich glaube, Neuenburg ist den meisten bewusst an der Schnittstelle zwischen Pforzheim und Karlsruhe gelegen, an der Grenze zum Nordschwarzwald. Was ist das Besondere an unserem Konzept, das sich fundamental von vielen anderen unterscheidet? Ich will das versuchen, unseren Zuschauern einmal so zu erklären. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Gelenkproblem. Nehmen wir einfach mal an, Sie haben ein Knieproblem, ein Hüftproblem und ein Handproblem. Wie gehen Sie jetzt vor? Das Einfachste ist, Sie gehen zum Hausarzt. Ist sicher eine gute Idee. Aber manchmal kommt man da an seine Grenzen. Was tut man dann? Die nächste Möglichkeit ist, Sie suchen einen Orthopäden. Oder ist es doch besser, zum Internisten zu gehen? Der internistische Rheumatologe, ist das Ihr richtiger Ansprechpartner? Oder der orthopädische Rheumatologe? Der Schmerztherapeut nicht vielleicht besser, weil das Ganze ja wehtut? Oder gehe ich gleich zum Krankengymnasten, zum Physiotherapeuten? Sie sehen, als Patient ist man da vor richtig große Aufgaben gestellt, die schwer zu beantworten sind und in meinen Augen noch viel schwieriger. Das braucht eine ganze Menge an Zeit. Und wir haben das Konzept komplett geändert. Sie sehen das. Die Basis bilden der Rheumatologe aus internistischer und der orthopädische Rheumatologe. Und wenn Sie bei uns kommen, ist es eigentlich ziemlich egal, zu wem von uns beiden, zum Dr. Miele oder ob Sie zu mir kommen. Sie schildern uns Ihr Problem. Ganz einfach. Sie haben zum Beispiel ein Problem an der Hand und noch mehrere Gelenke auch. Und ich bekomme in der Sprechstunde das Gefühl, Sie brauchen eine medikamentöse Therapie. Dann müssen Sie nicht einen neuen Termin ausmachen, sondern Sie bleiben genau da sitzen, wo Sie sind. Und der Dr. Miele kommt zu Ihnen und wir reden über die medikamentöse Therapie. Ganz anders sieht das aus. Sie haben zum Beispiel ein kaputtes Hüftgelenk. Das macht Wahnsinnsschmerzen. Sie sind in der Sprechstunde von Dr. Miele gelandet. Nun,
Das ist wahrscheinlich mit Medikamenten in dem Fall schwer zu behandeln. Der Dr. Miele wird einfach seinen Stuhl räumen und wird dann durch mich ersetzt. Und ich werde versuchen, ob wir das Problem nicht operativ zum Beispiel in den Griff kriegen. So funktioniert das Konzept. Nicht Sie müssen aussuchen, welchen Spezialisten Sie wählen, sondern wir gucken, welcher Spezialist für Sie am besten passt. Und komplettiert wird das durch den Schmerztherapeuten, den Physiotherapeuten und so weiter. Ja, Herr Dr. Miele, wir haben das Problem schon angesprochen. Wir haben so lapidar Rheuma gesagt. Rheuma ist im Volksmund ein stehender Begriff, aber was ist das eigentlich, Rheuma? Was muss ich darunter verstehen? Ist das alles das Gleiche oder wie geht das? Ja, unter Rheuma ist Prinzip wird im Volksmund natürlich sehr, sehr viel verstanden. Das eigentliche Rheuma bezeichnet einfach Beschwerdebilder oder Krankheiten. Man kann sagen, die generell einfach mit dem Bewegungsapparat einhergehen. Das heißt, alles, was an Gelenken, was an Wirbelsäule oder Knochen wehtut, kann man prinzipiell mal als Rheuma bezeichnen. Wenn man das so ein bisschen genauer anschaut, dann kann man also in unterschiedlichen Büchern auch unterschiedliche Angaben finden. Aber es gibt ungefähr 400 verschiedene rheumatische Erkrankungen, also ganz schön viel. Und man muss auch dazu sagen, häufig sind nicht nur die Gelenke oder die Muskeln betroffen, sondern es kann auch durchaus sein, dass sie Beschwerden haben an der Haut oder an den inneren Organen oder an dem Nervensystem. Ganz wichtig ist, dass es bei den rheumatologischen Krankheitsbildern unterschiedliche Hauptgruppen gibt. Die erste Hauptgruppe ist tatsächlich vielleicht die wichtigste, weil sie das eigentliche Rheuma beschreibt, bei dem sie Entzündungen haben. Ja, da habe ich ein paar Erkrankungen hingeschrieben, die der ein oder andere von Ihnen kennen wird. Aber bei dem echten Rheuma kommt es tatsächlich zu den Entzündungen. Darauf werden wir immer wieder zurückkommen hier in dem Vortrag auf. Es gibt aber auch andere Krankheitsbilder, die zu dem rheumatologischen Formenkreis hinzugezählt werden. Das sind in der Nummer 2 hier die Abnutzungserscheinungen und die degenerativen rheumatischen Erkrankungen, wie die Arthrose auch. Oder in der dritten Gruppe sehen Sie, es gibt auch Stoffwechselerkrankungen. Die bekannteste ist hier die Gicht, wo es zur Ablagerung kommt von Harnsäuren und Sie kriegen dann Beschwerden an den Gelenken. Aber auch, muss man sagen, ganz wichtige Gruppe Nummer 4, die Schmerzerkrankungen, wie zum Beispiel die Fibromyalgie, die werden auch im erweiterten Sinne zu den rheumatischen Formenkreis dazugezählt. Ich würde mich ganz gerne noch mal kurz auf die erste Gruppe beziehen, zu diesen entzündlich-rheumatischen Erkrankungen, und würde Ihnen ganz kurz erklären, wie das Ganze funktioniert. Grundsätzlich kann man sagen, dass diese entzündlichen rheumatischen Erkrankungen zu den Autoimmunerkrankungen zählen. Das heißt, was heißt das genau? Im Prinzip ist es so, wir alle sind unterschiedlichen Einflüssen ausgesetzt. Viren, ja, ganz aktuelles Thema gerade, Pilzen, aber auch Bakterien. Und wir haben ein Abwehrsystem, ja, das sozusagen uns verteidigt gegen diese Einflüsse von außen. Und was passiert beim Rheuma? Wir wissen nicht genau, warum das der Fall ist, aber es kommt auf einmal zu einem Angriff des eigenen Abwehrsystems. Ein Teil Ihres Abwehrsystems greift uns selbst an. Das ist so, wenn uns die Polizei selber angreifen würde, kann man sagen. Und dann kommt es zu einer Entzündung und diese Entzündung macht Beschwerden und macht Schmerzen. Und deswegen sagt man auch, dass diese entzündlichen rheumatischen Erkrankungen tatsächlich zu den Autoimmunerkrankungen gehören. Ich habe in einem weiteren Bild nochmal die Gruppe Nummer 2 und 3 und 4 dargestellt. Hier sehen Sie nochmal, wie so eine Gicht aussehen kann. Das war diese Stoffwechselerkrankungsgeschichte. Da sieht man, dass man kann Harnsäureablagerungen kriegen und über die Jahre hinweg können die auch große Knoten hier versuchen, wie Sie auf dem linken Bild sehen. Und wenn man den Patienten dann punktiert, wenn man also quasi das Gelenk, die Gelenkflüssigkeit untersucht, dann sehen Sie diese typischen Nadeln. So sehen diese Harnsäurekristalle aus. Und ich wollte ganz kurz nochmal die vierte Gruppe beleuchten. Das ist sozusagen diese Schmerzerkrankung oder dieses Weichteilrheuma, wie der Volksmund auch häufig sagt. Da geht es darum, dann haben die Patienten dort meistens Ganzkörperbeschwerden. Das heißt, sie haben Schmerzen an unterschiedlichen Stellen, einen wandernden Schmerzen, und denen tun einfach die Sehnen weh. Also wenn der Arzt sie dann drückt in der klinischen Untersuchung, dann tut ihnen nahezu alles weh. Und das sind noch so weitere Sachen, die man tatsächlich einfach abgrenzen muss. Also eine Abgrenzung erfolgt durch den Arzt quasi in der klinischen Untersuchung.
Ja, das ist jetzt spannend für unsere Zuschauer. Über 400 verschiedene Diagnosen. Also es braucht wirklich einen Spezialisten, um da wirklich an die Basis zu kommen, um zu wissen, um was es geht. Ich hätte gern, dass wir vielleicht unseren Zuschauern nochmal erklären, wie sieht jetzt das entzündliche Gelenkrheuma aus, die rheumatoide Arthritis. Wie spürt man oder wie kann man die rheumatoide Arthritis diagnostizieren? Was ist da besonders? Was muss man beachten? Also ganz, ganz wichtig, ich habe ja gerade eben gesagt, das ist die rheumatischen, diese entzündlich-rheumatischen Erkrankungen, da haben Sie immer eine Entzündung, die sozusagen meistens durch den körpereigenen Abwehrmechanismus verursacht wird. Und da ist es so, das können Sie sehr gut abgrenzen. Wenn Sie zum Beispiel jetzt Beschwerden haben und Sie haben diese Schmerzen tags, also nachts und morgens vermehrt im Vergleich zu tagsüber, dann ist es so, dass das zum Beispiel für den Arzt ein ganz, ganz wichtiger Hinweis ist, dass es entzündliche rheumatische Erkrankung, eine entzündliche rheumatische Erkrankung sein kann, weil das Abwehrsystem zum Beispiel nachts und morgens deutlich aktiver ist als gegen tagsüber. Und so gelingt dann auch die Abgrenzung zum Beispiel zu den Verschleißerkrankungen. Bei den Verschleißerkrankungen, ganz im Gegenteil, geht es eher gegen Abend schlechter beispielsweise. Das heißt, sie haben dort nach der Belastung deutlich mehr Beschwerden und den Patienten geht es meistens eher morgens dann besser. Also so gelingt eine Unterscheidung schon mal allein durch das, was Sie dem Arzt dann erzählen. Der Arzt hat natürlich dann auch noch weitere Systeme, also er untersucht sie, er hat auch noch das Labor, wo er sagen kann, er findet, er sucht nach dieser Entzündung. Und wenn er diese Entzündung findet, dann kann er am Ende sagen, ja, dann ist es eine rheumatische Diagnose in der Regel. Wenn er sie aber nicht findet, dann ist es in der Regel was anderes. Wunderbar. Ich glaube, wir haben jetzt einen sehr guten Eindruck darauf gefunden, was rheumatoide Arthritis ist. Ich denke aber, als nächsten Schritt müssen wir uns überlegen, was tun wir dagegen? Operieren wir sofort oder nehmen wir Medikamente? Wie baut sich eine moderne Therapie heute auf? Ja, die moderne Therapie heutzutage, das haben wir jetzt auch schon gehört in dem Vortrag, ist immer eine Teamtherapie. Es ist ganz, ganz wichtig, dass es gibt unterschiedliche Fächer, die am besten zusammenarbeiten und dann kriegt man am Ende tatsächlich das beste Ergebnis für den Patienten raus. Das ist meiner Meinung nach das Wichtigste. Ich als Internist bin natürlich sozusagen ein bisschen medikamentenlastig. Das heißt, ich würde Ihnen jetzt ganz gerne was erzählen über die medikamentöse Therapie. Und da ist es so, dass bei der medikamentösen Therapie habe ich auch ein paar Hauptgruppen. Und es sind eigentlich alle Hauptgruppen, die der Arzt bei Ihnen verwendet. Also wenn Sie Schmerzen haben, Sie gehen zum Arzt, dann kann er Ihnen ein Schmerzmittel zum Beispiel geben. Das ist sowas wie das Paracetamol oder sowas, das werden Sie kennen. Dann gibt es in der zweiten Gruppe, die Sie an Nummer 2 sehen, hier auch so die sogenannten kortisonfreien Entzündungshemmer. Das ist dann sowas wie Diclofenac oder Ibuprofen. Das müsste fast jeder kennen. Und in der dritten Gruppe ist es dann auch schon das Cortison. Das Cortison deswegen, weil das Cortison ein ganz, ganz starker Entzündungshemmer sind. Wichtig ist hier, ganz, ganz wichtig, dass diese ersten drei Gruppen tatsächlich nur eins machen. Die wirken nur symptomatisch. Das heißt, die bessern zwar ihre Beschwerden, aber die verändern nichts an dem eigentlichen Rheuma. Und deswegen sind jetzt die Gruppe 4 und die Gruppe 5 ganz, ganz wichtig oder die wichtigsten Medikamente, die der Rheumatologe hat. Da gibt es, sehen Sie hier sehr gut, alte und auch neue Basismedikamente. Und diese Basismedikamente, das sind krankheitsverändernde Medikamente, die tatsächlich den Krankheitsverlauf, den gesamten Krankheitsverlauf verändern können. Und hier gilt einfach, das müssen Sie sich auch bitte merken, das Credo, je früher Sie so ein Basismedikament bekommen, desto mehr Chancen haben Sie, dass es für einen gesamten guten Verlauf gibt. Das heißt, das Motto heißt hier absolut, je früher, desto besser. Und das habe ich in dem nächsten Dia nochmal dargestellt. Wenn Sie sehen, hier links haben Sie den Krankheitsbeginn und in den rheumatischen Erkrankungen durch diese Entzündung kann es auch durchaus zu einer deutlichen Gelenkzerstörung kommen. Und das ist ja das, was man überhaupt nicht haben will. Man möchte das verhindern durch diese fächerübergreifende Zusammenarbeit und die medikamentöse Therapie. Und wenn Sie mal nach links gucken, da steht früh und früh ist sozusagen natürlich optimalerweise kleiner 3 Monate, aber noch gültig bis zu einem Jahr, wenn Sie es schaffen sollten, hier
die Patienten zu sehen, zu diagnostizieren, und sie bekommen eine echte, ja, eine Basistherapie aus der Gruppe 4 oder 5, dann haben sie eine gute Chance, dass sozusagen der gesamte Krankheitsverlauf gut wird und am Ende sie auch keinerlei Schäden an den Gelenken davontragen und der gesamte Verlauf über die Zeit her deutlich besser für sie verläuft. Ja, wir haben es jetzt gesehen, es gibt eine ganze Reihe von Medikamenten, die hochwirksam sind. Was muss der Patient jetzt machen? Muss er alle Medikamente gleichzeitig nehmen? Wie baut man eine solche Therapie auf? Wie muss ich mir das vorstellen? Also im Prinzip ist es so, dass der Arzt kann natürlich am Anfang, oder gibt natürlich sehr, sehr gerne einfach auch diese symptomatischen Schmerzmedikamente, um sehr schnell die Schmerzen zu verringern. Da ist es aber so, von diesen Basismedikamenten, die er auch im Prinzip gleich am Anfang einsetzen sollte, gibt man natürlich immer erstmal die Älteren. Also die Älteren sind teilweise schon zig Jahre auf dem Markt, funktionieren auch sehr gut und die werden auch sehr gut vertragen und wirken auch. Und man muss sagen, nur 20% tatsächlich von den Patienten, die eine medikamentöse Therapie kriegen, brauchen wirklich diese neueren Medikamente. Da fällt immer wieder dieser Begriff dieser Biologika, dieser Biologics. Das sind im Grunde Medikamente, die in Bakterienkulturen gezüchtet werden. Deswegen heißen sie Biologika oder biologisch hergestellte Medikamente. Und diese Medikamente brauchen aber tatsächlich nur einen Teil. Und ich muss sozusagen, der Arzt darf auch, ja, das ist eine ganz wichtige Frage, nicht von vornherein gleich auf diese ganz neuen Medikamente zugreifen, sondern er nimmt in der Regel ein altes, weil die auch sehr gut funktionieren. Und darf erst dann, nachdem er ein altes probiert hat, in der Regel bei den meisten Erkrankungen, ein neues Medikament dann benutzen. Wir haben ja alle auf diesem Folie gelesen, Cortison. Das Cortison und die Meinung darüber ist ja sehr gespalten. Es gibt ja Menschen, die sagen, das ist ein Teufelszeug, das darf man auf keinen Fall nehmen. Und da gibt es die gegenteilige Meinung, ich kann überhaupt nicht leben, ohne dass ich eine gewisse Dosis an Cortison nehme. Wo liegt da die Wahrheit? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also allein eine gute Beantwortung dieser Frage würde wahrscheinlich den ganzen Abend füllen, dann bräuchten wir mehr Zeit. Es ist so, also Cortison ist tatsächlich notwendig in vielen Fällen, da es einfach der stärkste Entzündungshemmer ist, den wir haben. Das heißt, wenn Sie dem Patienten Cortison geben, dann ist es so, dass Sie dort sehr, sehr schnell die Beschwerden bessern können. Das Entscheidende und das Wichtigste an dem Cortison ist tatsächlich, dass ich immer versuchen muss, die Dosis von dem Cortison relativ niedrig zu halten. Und wenn ich das Cortison gebe, dann ist es auch so, dass ich versuchen sollte, als Arzt sehr schnell mit dem Cortison herunterzukommen in Bereiche rein, das weiß ich genau, wo es dem Patienten nicht mehr sehr viel schadet. Also das ist absolut abhängig davon, wie hoch ist die Dosis, wie lang nehme ich die Dosis. Das heißt, nur eine hohe und auch wirklich eine langfristig hohe Dosierung schadet dem Patienten in der Regel sehr. Und natürlich, ja, wir versuchen als Rheumatologen durch die anderen Therapien, die wir haben, natürlich auch immer zu versuchen, das Cortison auch über die Zeit des Krankheitsverlaufes loszuwerden. Das gelingt nicht immer, muss man sagen, aber man strebt es an. Ja, jetzt ist es so, als Internisten haben wir häufig die Situation, dass wir trotz dieser medikamentösen Auswahlmöglichkeiten, die wir heutzutage haben, und dass wir viele Möglichkeiten haben, aber trotzdem immer wieder die Fälle, wo wir sagen, wir therapieren medikamentös, aber wir kommen nicht hin. Das heißt, der Patient hat weiterhin Beschwerden, es gibt Gelenke, da ist die Entzündung, trotzdem wird die nicht unterbrochen durch die Medikamente. Und dann ist es so, dann ist es natürlich die Frage, wann muss ich operieren und was muss man überhaupt operieren? Und also wann ist der beste Zeitpunkt da für eine Operation und gibt es da eine Reihenfolge, in der ich operieren kann oder operieren sollte? Wir haben das ja schon gesehen. Rheumatologie, der Gelenkpatient, das ist Teamarbeit. Ein Teil der Teamarbeit haben wir jetzt kennengelernt, das ist die medikamentöse Therapie. Ich würde Sie jetzt gerne entführen in den zweiten Part, in die orthopädische Chirurgie, in die rheumatologische Chirurgie. Und die unterscheidet sich fundamental von der Chirurgie mit normalen Gelenkproblemen. Wenn Sie einen Arthrose-Patienten haben, dann hat er häufig ein Problem an der Hüfte. Sie helfen ihm an der Hüfte, Sie operieren ihn an der Hüfte. Damit ist dieser Patient wieder im normalen Leben zurück. Beim Rheuma-Patienten ist das komplett anders. Schauen Sie sich unseren Patienten an, der hat Probleme an der Schulter, am Ellenbogengelenk, an den Händen, am Knie, an der Hüfte.
ein Gelenk eben zu operieren, ist keine Perspektive. Aber das ist genau das, was Sie ihm geben müssen. Sie müssen einen Therapieplan für unseren Patienten haben und ihm sagen, so und so kommen Sie wieder in Ihr normales Leben zurück, so kommen Sie wieder zu Ihrer Familie zurück und so steigen Sie wieder in Ihren Beruf ein. Viel problematischer ist es, wenn dieser Patient zum Hochspezialisten kommt, also wenn Sie sich das anschauen zum Knie-Hüftchirurgen, Sie dürfen dreimal raten, was er operieren würde. Gleiches gilt zum Fuß- oder Sprunggelenkschirurg. Schulterchirurg, Handchirurg würde wahrscheinlich die Hand operieren. Wir müssen ihm aber eine Perspektive und ein Konzept zeigen. Und für dieses Konzept möchte ich Ihnen ein Beispiel geben. Also das Konzept kann zum Beispiel so aussehen, dass der Dr. Miele damit startet und eine Basistherapie initiiert. Mit der Basistherapie kommt er eine Zeit lang besser zurecht. Jetzt bleibt uns ein oder zwei Probleme übrig. Unser Patient von eben zum Beispiel hatte ein Knie- und ein Hüftgelenksproblem. Wenn ich ihm das löse, dann kann er wieder auf einem Bein gut stehen und sein Gangbild ist massiv verbessert, seine Lebensqualität verändert. Und wir nennen das Start with the Winner, mit einer Gewinnoperation starten. Und das ist ganz wichtig für die Vertrauensbildung zu unseren Patienten, weil die Betreuung eines Rheumakranken ist komplett anders von einem anderen Patienten. Unsere Rheumakranken begleiten mich seit 20, seit 30 Jahren und die Vertrauensbildung ist unglaublich wichtig, damit der Patient gebunden ist und eine Perspektive ist. Und da ist leider wirklich direkt schon dazu unten über. Sie sehen das unten. Man muss einen Plan haben, wann was passiert, wann komme ich wieder zur Arbeit zurück, wann bin ich wieder bei meiner Familie, wann kann ich wieder Freizeitaktivitäten machen. Und das nennen wir Teamarbeit und individuellen Therapieplan. Und das ist mir ganz besonders am Herzen liegend. Alle diese Patienten brauchen ein spezielles Management, weil das Rheuma betrifft auch die inneren Organe. Das Rheuma trifft die Wundheilung. Wir brauchen also ein spezialisiertes Team aus Rheumaorthopäden, internistischem Rheumatologen und rheumatologisch erfahrenen Anästhesisten. Und dann gibt das eine hervorragende rheumatologische Versorgung auch während und um die Operation. Ja, ich darf vielleicht jetzt weiter überleiten. Wir haben jetzt genug über Medikamente gehört. Ich darf jetzt überleiten zu diesen ganz besonderen Medikamenten, die der Dr. Miele eben schon angesprochen hat, den sogenannten Biologika. Man hatte ja fast das Gefühl, das ist Zaubermedizin, Biologika. Was steckt dahinter? Ja, genau. Ich hatte ja schon gesagt, dass tatsächlich, also ich versuche manchmal diese Medikamente den Patienten auch zu verkaufen, sagt dann als Scherz, dass sie biologisch abbaubar sind. Das sind sie leider nicht. Sind einfach nur biologisch hergestellt, muss man dazu sagen. Aber man muss einfach sagen, diese Biologika, Professor Sell hat es erwähnt am Anfang, haben die Behandlung der Rheumatologie, der rheumatischen Krankheitsbilder revolutioniert. Man sieht ja sehr gut, da sehen Sie mal auf der linken Seite, kann man sehr viel sehen, wann das losging. Da gibt es ganz viele alte rheumatische Basismedikamente, zum Beispiel das Sulfasalazin 1938. Aber die Biologika gibt es ungefähr seit dem Jahr 2000, muss man sagen. Die werden trotzdem immer noch als neuere Medikamente bezeichnet. Und diese haben tatsächlich, muss man sagen, die Rheumatologie revolutioniert. Das ist so, es gibt eine Menge an Biologika, die hergestellt werden. Ich möchte auch im Rahmen des Vortrags hier kurz noch am Ende auf diese ganz neuen Therapien hinweisen, da der Vortrag ja heißt moderne Therapie. Das sind diese sogenannten Small Molecule Therapien. Da gibt es jetzt mittlerweile drei auf dem Markt. Die heißen kleine Moleküle, die wirken ähnlich gut wie die Biologika, sind aber ein bisschen einfacher in der Einnahmeweise. Also diese beiden Therapiegruppen würde ich Ihnen ganz kurz nochmal erklären, weil sie einfach einen unglaublichen Benefit für den Rheumapatienten geschaffen haben. Das ist ganz kurz nochmal die Entwicklung. Also was ist prinzipiell der Unterschied zwischen diesen alten und diesen neuen Medikamenten? Diese neuen Medikamente kann man einfach sagen, also wenn Sie nochmal zurückgehen, Sie haben eine Entzündung, das Abwehrsystem greift Sie an und wir dämpfen sozusagen diese Entzündung mit diesen Medikamenten. Und der Unterschied zwischen diesen alten und den neuen Medikamenten ist tatsächlich der, dass diese neuen Medikamente deutlich gezielter sozusagen diese Entzündung hemmen. Wir haben Sie von der linken Seite mal so ein Medikament, das sieht aus wie so ein Dreieck, wie so Mauseohren.
Und da sehen Sie, da tut sich eigentlich die letzten Jahre sehr, sehr viel. Und gezielt eingreifen heißt was genau? Also ich benutze da immer dieses Postamt-Beispiel. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie haben diese Entzündung, wir wissen nicht, warum die Entzündung kommt oder wo sie ganz genau entsteht, aber diese Entzündung wird weitergegeben von Zelle zu Zelle. Also im Prinzip, der Postbote trägt diese Entzündung von Zelle zu Zelle weiter in das nächste Postamt und wird sie weiter verschickt. Und so hält man sozusagen diese Entzündung aufrecht. Und sehen Sie hier diese gelben Darstellungen, das sind sozusagen die Postboten und darunter sehen Sie die Zelle. Und da kann man sich so vorstellen, dass sozusagen diese Entzündungsinformationen, dieser Botenstoff bringt die Entzündungsinformation weiter zur nächsten Zelle. Und wenn ich dann das Medikament angucke, was macht es dann? Was machen diese Biologika? Die hemmen, und das sehen Sie hier auf der rechten Seite mit diesem grünen Dreieck, die hemmen einfach diesen Botenstoff, also die halten sozusagen diesen Postboten auf zwischen diesen Postämtern und dadurch nimmt gezielt sozusagen die Entzündung ab und wenn die Entzündung abnimmt, nehmen bei ihnen auch die Schmerzen ab. Da habe ich das nochmal dargestellt, also wie gesagt, diese Biologika, das sind diese biologisch gezüchteten Medikamente seit dem Jahr 2000, die hemmen gezielt diese Postboten, ja, das sehen Sie hier auf der rechten Seite. Auf der linken Seite sehen Sie nochmal so ein bisschen dargestellt, was tatsächlich passieren kann manchmal, wenn Sie so einen Gelenkrheuma haben. Also sehen Sie oben diese Fingergelenke noch gut dargestellt. Und das ist es tatsächlich nur ein Verlauf von 2 Jahren, ein sehr, sehr aggressiver Verlauf. Aber da sehen Sie im unteren Bild mit D gekennzeichnet, kommt es einfach zu einer Gelenkzerstörung. Und mit diesen neueren Medikamenten gelingt es gezielt, diese Botenstoffe zu hemmen und dadurch unterbrechen Sie diese Entzündungsvorgang und sie haben im Endeffekt keine Entzündung mehr. Und die ganz neuen Medikamente, diese Small Molecules, also diese kleinen Moleküle, da müssen Sie sich vorstellen, die hemmen jetzt nicht mehr den Postboten, ja, der zwischen den Postämtern hinterherrennt, sondern es hemmt, wird in dem Postamt selber, ja, da steht sozusagen, diese neuen Medikamente stehen hinter dem Tresen und nehmen den Entzündungsbrief an und schmeißen den in den Papierkorb. Das heißt, da geht die Entzündungsweitergabe in der Zelle wird sozusagen aufgehalten und das ist die neueste Entwicklung, die wirken sehr, sehr gut. Hier habe ich das nochmal im Übersichtsbild dargestellt. Da sehen Sie auf der linken Seite diese Biologika-Therapien, die in der Regel in Spritzenform gegeben werden, da sie sehr, sehr groß sind. Das heißt, die können nicht als Tablette gegeben werden. Da hat man jetzt auch eine Menge an Nachbauten, die im Grunde genauso gut funktionieren. Das sind diese Biosimilars, die da teilweise unter den einzelnen Gruppen beigefügt sind. Und auf der rechten Seite sehen Sie diese ganz neuen Therapien, die ungefähr in Deutschland jetzt seit 3 Jahren auf dem Markt sind und die nochmal einen weiteren Schritt gemacht haben in der medikamentösen Therapie. Da es so ist, dass sie einfach von der Einnahmeweise, wesentlich einfacher sind, weil man da einfach nur einmal am Tag Tabletten schlucken muss, anstatt immer jetzt zum Beispiel jetzt alle 1 oder 2 Wochen eine Spritze zu bekommen. Also das hat auch nochmal einen Wahnsinnsschritt nach vorne gemacht. Gut, jetzt ist es so, ich habe jetzt viel erzählt über die Medikamente, jetzt haben wir auch schon viel gehört über die Operationen. Aber mich würde noch interessieren, Professor Sell, welche Operationen sind denn für den Rheumatiker wichtig? Was gibt es denn da? Und vor allem, ganz, ganz wichtige Frage, die man sich immer stellt, wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Also wann sollte ich operieren? Ja, letzten Endes haben wir Rheuma-Orthopäden 3 große Gruppen von Medikamenten. Lassen Sie mich mit der für mich angenehmsten starten. Wenn Sie das Bild sich oben anschauen, dann ist schön rot die Zerstörung gezeigt. Und wenn wir bei 0 Monaten starten, dann startet die Entzündung und irgendwo nach 6 Monaten beginnt die Zerstörung. Und das Ziel von Dr. Miele und mir ist, in der Teamarbeit zu versuchen, diese Zerstörung aufzuhalten. Wir wollen es nicht zur Zerstörung kommen lassen, weil die Zerstörung macht was kaputt und das ist irreversibel, nicht mehr wiederkommbar. Nun, was kann man dagegen tun? Wir haben schon gehört, die Medikamente, die Biologika, aber häufig ist es so, dass die Medikamente 9 Gelenke stoppen und ein Gelenk bleibt trotzdem betroffen. Nun denkt mancher Patient, okay, ein Gelenk, das macht ja nichts, aber das geht trotzdem kaputt. Und das ist der Moment, wo der Rheuma-Orthopäde gefragt ist. Dieses Gelenk muss im Prinzip gesäubert werden und dieses Säubern nennen wir medizinisch Synovektomie. Und
für uns gelten im Team genau die gleichen Regeln wie für den internistischen Rheumatologen, für Herrn Dr. Miele auch. Umso früher wir intervenieren, umso früher wir arbeiten, umso früher wir das Gelenk reinigen, umso bessere unsere Erfolgschancen. Wenn ich es ganz früh mache, dann kann es mir sogar gelingen, das Gelenk praktisch komplett intakt zu lassen und nichts ist passiert. Das obere Bild ist ganz interessant, weil es noch aus der Anfangszeit der Rheumatologie stammt. Das Weiße, was Sie da sehen, ist Knorpel. Und das Rote, was da auf den Knorpel krabbelt, das ist entzündliches Rheumagewebe. Und man muss sich vorstellen, das nagt praktisch an diesem Knorpel und zerstört ihn. Unten sieht man das so, wie wir das heute in unserem Alltag sehen, minimalinvasiv. Wir machen nur noch Stiche und können mit Instrumenten im Gelenk arbeiten. Und auf der unten linken Seite sehen Sie rot, das sind die entzündlichen Zotten, die entzündlichen Veränderungen. Und gegenüber rechts habe ich die Entzündung weggemacht. Also die Synovektomie, das Entfernung der entzündlichen Veränderungen. Und hier gilt ganz einfach, so früh wie möglich, wenn die Medikamente nicht funktioniert haben, weil ansonsten kann ich das Gelenk nicht mehr so retten, wie ich mir das vorstelle. Und das häufigste und problematischste, was wir sehen, ist Entzündung an den Sehnen. Links oben sehen Sie so eine typische Hand. Der Patient würde hierzulande sagen, ich habe einen Boppel, einen Ganglion, aber das ist entzündliches Gewebe. Und rechts unten kann man sehen, das entzündliche Gewebe zerstört. Zerstört die Sehnen, die darunter liegen. Und da gilt auch, es tut nicht weh, es macht keine Schmerzen, aber es zerstört die Strukturen unten drunter. Und es ist nicht manchmal ja und manchmal nein, es zerstört immer. Man muss nur einfach lange genug warten. Also erste Gruppe der Operation, die Antwort, wann? So früh wie möglich. Die zweite Gruppe versucht zu reparieren, was bereits kaputt gegangen ist. Und das klassische Beispiel ist der Fuß. Was Sie hier in der Mitte schön sehen, ist ein klassischer rheumatischer Fuß. Der gelbe Pfeil, der zeigt auf den Hallux, der dabei entstanden ist. Es ist ein Spreizfuß dabei entstanden. Und wir können diese Füße reparieren. Hier sieht man die Elemente des Spreizfußes. Die beiden Linien bilden einen Winkel zusammen und eigentlich sollten sie parallel verlaufen. Und das können wir wieder erzielen. Sie sehen, ich habe jetzt die Linien wieder parallelisiert und damit den Fuß repariert. Und ich zeige Ihnen hier ein klinisches Beispiel dafür. Oben in der Mitte der Fuß vor der Operation, in der Mitte unten der Fuß nach der Operation, links und rechts die begleitenden Röntgenbilder. Wann operiert man das? Möglichst bevor das Gelenk kaputt gegangen ist. Also hier ist der Zeitdruck nicht so elementar wie bei der Synovektomie. Hier haben wir ein bisschen mehr Zeit, aber wir haben nicht unendlich Zeit. Ich muss es reparieren, bevor die Zerstörung das Gelenk erreicht hat. Und das leitet über zur dritten Gruppe von Operationen, den Gelenkersatz. Der Gelenkersatz beim rheumatischen Patienten unterscheidet sich fundamental vom Arthrosepatienten. Wann operiert man beim Arthrosepatienten? Na dann, wenn er mit seinem Gelenk überhaupt nicht mehr zurechtkommt, wenn die Lebensqualität ganz schlecht ist. Beim rheumatischen Patienten ist man tendenziell früher dran. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil bei aggressiven Verlaufsformen auch andere Gelenke kaputt gehen kann. Und es kann Ihnen bei der aggressiven Form passieren, dass zuerst das Hüftgelenk kaputt ist. Sie warten einfach ein Jahr, zwei ab. Und dann ist plötzlich das andere Hüftgelenk und das andere Kniegelenk ebenfalls kaputt. Und ich habe ein gravierendes Problem. Ich habe nämlich drei kaputte Probleme, drei kaputte Gelenke, die ich auf einmal anpacken muss. Und deswegen ist die Indikation, also wann man operiert beim Gelenkersatz, sicher abwartend, aber deutlich früher als bei anderen Patienten. Das ist mir ganz wichtig. In den Studien ist gezeigt, dass das Risiko und das Komplikationsrisiko beim Gelenkersatz bei rheumatoider Arthritis, bei entzündlichen Gelenkerkrankungen mit der Erfahrung des Operateurs sinkt. Erfahrener Operateur, weniger Ärger heißt das zusammengefasst. Was machen wir? Das ist der typische Operation am Kniegelenk. Wir machen eine Art Überkronung, wie beim Zahn muss man sich das vorstellen. Links das Bild mit Knorpel. Das blaue ist der Knorpel und wir setzen einen Oberflächenersatz ein. Jetzt werden Sie sagen, da gibt es aber noch eine ganze Menge anderer Prothesen am Kniegelenk. Das machen wir beim Rheumatiker ganz selten. Der Teilgelenkersatz hat sich nicht bewährt, weil wir immer Angst haben müssen, dass der andere Teil des Gelenkes dann mittelfristig ebenfalls kaputt geht und dann müssten wir wieder operieren. Also das unterscheidet es fundamental zum Arthrosepatienten.
Das ist ein klassisches Hüftgelenk, wie wir das kennen, mit Keramikkopf, mit besonderem Schaft. Wie verankert man das beim Rheumatiker? Viele dass der Knochen bei allen Rheumatikern schlecht ist, das stimmt nicht. Bei über 90% der Rheumatiker verankern wir die Prothesen unverändert zementfrei. Das heißt, die Prothese wächst in den Knochen ein und nur bei ganz schlechtem Knochenqualität brauchen wir, wie Sie das rechts auf dem Bild sehen, Zement, um eine gute und stabile Verankerung zu erzielen. Und da sehen Sie ein Beispiel dafür. Das ist ein kaputtes Hüftgelenk beim Rheumatiker. Die moderne Technologie hat bei uns Einzug gehalten. Wir planen das digital am Computer, wissen genau, wie die Operation im Prinzip abläuft, schon vor der Operation. Und dann sehen Sie die Realisierung, der Planung, die wir gemacht haben. Also der Computer hilft uns auch hier ganz immens. Das ist das spannendste Bild, das ich in den letzten Monaten gezeigt habe. Es zeigt nämlich die Haltbarkeit der Prothesen. Und wenn Sie jetzt beim Kniegelenk schauen, ist das ganz spannend. Wenn Sie mich früher gefragt hätten, wie lange hält denn so eine Prothese, hätte ich gesagt, 10 Jahre, 15 Jahre. Aber schauen Sie sich das doch mal an. 25 Jahre, 82% der Prothesen funktionieren noch. Und das ist eine Studie, die gemacht wurde bei einer halben Million Prothesen. Und das Erstaunliche ist, die Ergebnisse sind tendenziell beim Rheuma-Patienten noch eher besser. Auch beim Hüftgelenk auf der rechten Seite gute Ergebnisse, aber nicht ganz so gut wie beim Kniegelenk. Das hängt daran, dass der Kunststoff, den wir damals benutzt haben, noch nicht die Qualität hatte. Ich bin sicher, wenn wir die gleichen Ergebnisse in 20 Jahren sehen, hat sich das komplett geändert und ist genauso gut. Ja. Prothetischer Ersatz natürlich nicht nur an Knie und Hüfte. Ellenbogengelenk kommt dazu, Sprunggelenk kommt dazu, Handgelenke sind ganz häufig betroffen. Das ist ein klassisches Beispiel aus der Handchirurgie, zum Beispiel eine ganz schwer betroffene Hand. Und da ist der Operationsdruck natürlich relativ gering. Man muss sich gut überlegen, ob man das will, weil zwischen dem Bild, das ich Ihnen jetzt zeige, und dem Endergebnis liegen 1,5 Jahre. Und 6 Operationen. So wird das gemacht mit Kunstgelenken, mit Teilversteifungen. Und das ist das Ergebnis 1,5 Jahre später mit 6 Operationen. Ja, Professor Sell, vielen Dank für die Ausführungen. Ich denke, das sind enorm wertvolle Informationen auch, also die der Patient sehr, sehr gut benutzen kann, um sich dann auch dahingehend in der richtigen Art und Weise entscheiden zu können. Jetzt haben wir noch ein paar Fragen aus dem Chat bekommen von heute Morgen und die würden wir ganz gerne noch stellen hier auch in dem Forum. Ich würde mal beginnen jetzt. Eine Frage war, Herr Professor Sell, Corona und Krankenhausaufenthalt. Wie ist das beschaffen? Corona und Operationen, ist das möglich zum jetzigen Zeitpunkt oder sollte man lieber warten? Ja, Sie haben das, glaube ich, richtig dargestellt. Corona hat all unser Leben verändert. Nicht nur unser Leben als Operateure, als internistische Rheumatologen, auch Ihr Leben mit Sicherheit. Trotzdem, der Leidensdruck für viele Gelenke ist ja nicht weniger geworden. Die Welt hat nicht aufgehört, sich zu drehen, nur weil Corona jetzt in unser Leben gekommen ist. Auf keinen Fall. Was wir gemacht haben, ist extreme Sicherheitskonzepte aufgestellt. Wenn Sie jetzt zum Beispiel in unsere Klinik in Neuenburg kommen, dann werden Sie begrüßt von Sicherheitsbeamten und Sie können die Klinik nicht betreten, ohne dass Sie einen Mundschutz tragen. Auch wir tragen im Alltag einen Mundschutz. Nur Dr. Miele und ich haben jetzt so viel Sicherheitsabstand zwischen uns gelassen, dass wir das für diese Veranstaltung gelassen haben. Sie kommen zum Checkpoint als nächstes. Dort werden Sie zunächst interviewt über Ihre Geschichte. Haben Sie Fieber gehabt in der letzten Zeit? Wie ist Ihre Geschichte gewesen? Haben Sie Kontakt gehabt? Und wenn wir den geringsten Verdacht haben, dann muss das nochmal durch den Hausarzt abgeklärt werden. Als nächstes wird Temperatur gemessen. Und dann werden wir auch Corona als Abstrichkontrollen machen. Also, wir haben ein maximales Sicherheitskonzept und es hat mir jemand provokativ gesagt, es ist sicherer in eine Klinik zu gehen, als in den Handelshof einkaufen zu gehen. Ja, lassen Sie mich vielleicht zur nächsten Frage von heute Morgen übergehen. Einer unserer Mail-Besucher hatte geschrieben, Herr Dr. Miele, was ist nochmal der Unterschied genau zwischen
Arthrose und rheumatoide Arthritis? Vielleicht kann man das noch mal klar darstellen. Eine sehr gute Frage. Also das ist auch die Frage, die natürlich immer den Arzt als erstes interessiert, wenn sie bei ihm erscheinen. Also meistens kommen sie ja und haben Schmerzen und der Arzt muss relativ schnell herausfinden, ist jetzt tatsächlich was echt Entzündliches, also eine rheumatische Grunderkrankung, oder ist es tatsächlich einfach nur Verschleiß? Und das kann er ganz einfach tun. Er sucht, das habe ich vorher gesagt, nach dieser Entzündung und er muss quasi genügend Hinweise finden in dem, was Sie sagen, in dem, was er klinisch, was er sieht bei Ihnen, wenn er Sie untersucht und auch im Labor zum Beispiel. Und er klopft sozusagen diese einzelnen Systeme ab auf die Entzündung. Ich hatte vorher auch gesagt, die echt entzündlichen Erkrankungen sind tatsächlich diese Autoimmunerkrankungen. Und Beispiel zum Beispiel, na, das ist die einfache Frage, wann sind denn Ihre Beschwerden dann tatsächlich am schlimmsten? Und wenn die Beschwerden wirklich nachts und morgens, also der Rheumatiker wacht um 4 oder 5 Uhr morgens auf und hat dann morgens maximale Schmerzen im Vergleich zum Beispiel zu dem Verschleißpatienten, der eigentlich eher gegen Nachmittag, abends dann vermehrte Beschwerden kriegt. Und Beispiel ist auch so, dass zum Beispiel andere Fragen wären, dass bei dem Verschleißpatienten häufig Wärme gut tut. Ne? Und bei einer echten Entzündung, das wissen Sie alle, ist es ganz häufig so, wenn Sie da Wärme benutzen, also wenn Sie einen entzündeten Fuß haben und Sie machen eine Wärmflasche drauf oder Eis, dann würden Sie mir wahrscheinlich großteils sagen, da würde ich lieber Eis drauf machen, weil es einfach besser ist. Gut, ich würde zur nächsten Frage überleiten und zwar wurde gefragt, Ernährung, ganz, ganz häufige Frage, die wir also immer wieder gestellt bekommen in unseren Sprechstunden, auch in der Klinik. Herr Professor Sell, welche Funktion hat Ernährung bei den rheumatischen Erkrankungen? Ja, also man kann mit der Ernährung die Entzündungssituation im Körper hervorragend beeinflussen. Und das ist etwas, was viele langjährige Rheumatiker selber und auch spontan gemerkt haben. Es gibt da letzten Endes wissenschaftlich bewiesen 3 große Möglichkeiten einzugreifen. Das eine ist über die Reduktion der Arachidonsäure. Klingt wissenschaftlich unkompliziert. Praktisch heißt das, ist, Sie sollten die Menge an rotem Fleisch möglichst reduzieren, die Sie während der Woche einnehmen. Das ist sicher ein einfacher Gesundheitsaspekt, den Sie machen können. Das zweite ist Omega-3-Fettsäuren. Die kommen vor in fettem Fisch. Also ein ganz einfaches Beispiel ist zum Beispiel Lachs, Aal, Makrele. Das sollten Sie 1 bis 2 Mal pro Woche versuchen zu essen. Und der dritte Baustein, das ist die Antioxidantien. Und die kommen vor in Obst und Gemüse. Und wenn es Ihnen gelingt, das täglich einzunehmen und diese 3 Bausteine zu berücksichtigen, dann haben Sie eine ganz deutliche Reduktion Ihrer Entzündungsaktivität im Körper. Und das ist ein additiver Baustein zu Medikamenten, zu Operationen. Aber, und das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, das ist kein Ersatz, ein zusätzlicher Baustein. Ja, Herr Dr. Miele, lassen Sie uns zur nächsten Frage kommen. Da ist provokativ gefragt worden, ist Rheuma heilbar? Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, aber auch eine sehr, sehr gute Frage, muss man dazu sagen. Also es ist so, Rheuma ist ja an sich, also diese Entzündungen verlaufen ja in der Regel meist chronisch. Aber wie ich erzählt hatte, es ist tatsächlich so, wenn wir das wirklich schaffen, Sie haben ein entzündliches Rheuma und Sie kommen sehr, sehr frühzeitig zum Arzt und er benutzt oder er ist in der Lage, eine Diagnose zu stellen und auch diese Basismedikamente in den Einsatz zu bekommen, dann habe ich tatsächlich eine ganz, ganz große Chance, dass ich durch diesen frühen Einsatz und auch natürlich ergänzend auch durch die orthopädische Chirurgie tatsächlich sozusagen in eine, der Mediziner sagt, Remission zu kommen. Das heißt, dass die Krankheit wieder verschwinden kann. Und dann ist es tatsächlich so, dass ich auch Fälle oder Verläufe habe, wenn ich das Rheuma sehr, sehr gut kontrolliere über die Zeit, dass es durchaus, dass das Rheuma dann wieder verschwinden kann über die Zeit. Aber wie gesagt, die Voraussetzung ist tatsächlich eine sehr, sehr frühzeitige und gute Basistherapie, dann habe ich tatsächlich, muss ich sagen, eine Chance. Vorher sagen kann man das immer nie, na, das heißt, man ist ja kein Hellseher in dem Sinne, aber man kann zumindest sagen, was man weiß, ist, dass das einfach tatsächlich funktioniert. Und in diesem Sinne gibt es Verläufe, die auch wieder weggehen können, aber tatsächlich eigentlich nur unter einer Therapie. Der gleiche Zuschauer hat dann nochmal nachgehakt. Ich fühle mich heute besser. Kann ich nächste Woche meine Medikamente reduzieren oder gar absetzen?
Ist das eine gute Idee? Auch eine ganz, ganz häufige Frage. Also in der Regel ist es so, Sie sollten natürlich, wenn Sie irgendwas verändern wollen, das immer besprechen mit dem Arzt. Sie entscheiden natürlich am Ende, das heißt, Sie sind Patient und der Arzt steht Ihnen bei in der Beratung, aber die Medikamente abzusetzen einfach so, macht in der Regel nicht so sehr viel Sinn. Es macht dann tatsächlich Sinn, über eine Reduktion oder eine Pausierung der Medikamente zu reden, wenn Sie diese Medikamente wirklich tatsächlich, diese Basismedikamente, eine Zeit lang gehabt haben, sprich also teilweise mindestens ein halbes Jahr, und wenn es darunter kaum Aktivitätszeichen gibt, das heißt, Sie sehen, das Rheuma ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht da, und dann würde ich den Arzt auch immer aktiv darauf ansprechen und sagen, okay, hören Sie zu, ich habe mit mir geht es gut, und wenn der Arzt das auch nachvollziehen kann, dann wird er Ihnen raten, langsam mehr oder weniger mit der Medikation runterzugehen, und dann kann man immer auch sehen, kommt unter einer Reduktion, ja, dann müssen Sie nur wissen, wie das geht, kommt das Rheuma wieder oder geht das weg? Also in diesem Fall, bei fehlender Krankheitsaktivität, ist es durchaus möglich, mal ein Absetzen oder eine Reduktion, die sozusagen begleitet wird und gut informiert als Patient, das durchzuführen. Ja, ich sehe gerade die nächsten Fragen aus dem Live-Chat. M.T. Kann Sport den Krankheitsverlauf verbessern? Spannende Frage. Die Antwort heißt prinzipiell ja. Es gibt ein Konzept, das lautet auch beim Rheumakranken, wenig belasten und viel bewegen. Warum viel bewegen? Das ist ganz einfach, weil die Bewegung ein Faktor ist, durch die das Gelenk erwärmt wird. Das Gelenk selber, der Knorpel, hat ja keine Blutgefäße, und die Nährstoffe kommen einfach durch die Bewegung, durch den Druck in den Knorpel hinein. Also Bewegung prinzipiell ein ganz toller Faktor. Nun ist aber der zweite Faktor zu berücksichtigen, die Belastung muss relativ gering sein. Also wenn ich ein kaputtes Gelenk habe, dann muss ich die Belastung eindeutig reduzieren. Ich mache mal ein praktisches Beispiel, damit man das besser nachvollziehen kann. Ich habe einen Befall meines Kniegelenkes. Ja. Dann ist die Bewegung unverändert gut, aber ich brauche diese Druckbelastung nicht. Also wenn wir über Sport reden, wäre in dem Fall zum Beispiel Joggen kontraproduktiv, weil ich zwar Bewegung habe, aber zu viel Belastung. Es wäre viel besser, wenn ich dann zum Beispiel auf das Fahrrad übergehen würde und viel Bewegung habe, niedrigen Gang fahre und die Belastung reduziert habe. Das wäre eine Möglichkeit. Das hört sich sehr gut an. Ich werde gleich mal nochmal auf die nächste Frage aus dem Chat zurückkommen. Welche Kriterien muss man erfüllen, um die Biologika zu bekommen? Das ist, was ich vorher sagte, also tatsächlich nur 20% sind, bei den 20% der Fälle ist es möglich, ist es notwendig überhaupt, dass man tatsächlich Biologika gibt. In der Regel ist es so, dass nach Leitlinien, und da ist auch der Arzt dran gebunden in seiner Verschreibungsweise, tatsächlich mehr oder weniger zumindest bei den meisten rheumatischen Erkrankungen, es kommt ein bisschen darauf an, was Sie haben für eine rheumatische Erkrankung, eines von diesen älteren Medikamenten, den alten Basismedikamenten gegeben zu haben. Und wenn das tatsächlich dann nicht funktioniert und Sie haben nach 2 bis 3 Monaten immer noch Beschwerden, das heißt, Sie haben Schmerzen und der Arzt sieht noch Entzündung, dann darf er ganz lege artis sozusagen weitermachen mit einem Biologikum, und das wird er dann auch tun. Die Frage aus dem Chat sollten wir unbedingt aber beantworten, weil ich glaube, sie bedrückt eine ganze Reihe von unserer Zuschauern. Die Frage lautet, gibt es Erfahrungen bei Rheuma und Covid-19? Das passt ja absolut in unsere Krisensituation. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also das ist auch eine Frage, die natürlich sozusagen in ganz, ganz vielen Chats und sowas momentan im Internet diskutiert wird. Also es gibt, muss man dazu sagen, bis jetzt eigentlich wesentlich weniger negative Erfahrungen, als man erwartet hatte, bezüglich der Rheuma und Covid-19. Das heißt, es scheint so zu sein, und das betrifft auch gleich eine andere Frage hier noch, dass der Rheumatologe tatsächlich sagt oder sagen kann, man kann mit der Rheumamedikation tatsächlich weitermachen, also auch jetzt nicht prophylaktisch, das einfach abzusetzen. Und wenn man eine Covid-19-Infektion hat, quasi unter Therapie,
dann ist es so wie bei den anderen Medikamenten auch, die rheumatischen Medikamente müssen dann einfach pausiert werden. Die bisherige Erfahrung, die wir gemacht haben, ist die, dass wir im Prinzip sehr, sehr viele Patienten sehen, die auch einfach unter der Medikation tatsächlich auch Covid-positiv werden. Und dann werden wir angerufen und dann ist es so, dann sagen wir, dass die einfach dann pausiert werden sollen. Das ist das normale Prozedere. Also es gibt keine Empfehlung, die Medikamente von vornherein abzusetzen. Man sollte die weiternehmen, da man weiß, dass wenn das Rheuma wieder aufflammt, wenn es eine Entzündung gibt im Körper und dann kommt Covid-19 dazu, dann ist das eher schlecht. Also im Prinzip sollten Sie die Medikation prinzipiell weiternehmen und wenn Sie Covid-19 haben, bitte dem Arzt Bescheid sagen, dass man das dann dort pausiert und das wird man dann pausieren. Es gibt dort auch sehr gute Informationen, muss man sagen, von der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie und auch auf den Seiten der Rheumaliga, muss man sagen, gibt es eine sehr, sehr gute, detaillierte Beschreibung, wie das dann vonstatten geht. Das würde ich empfehlen, diese zu lesen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, Sie haben einen sehr interessanten Abend erlebt. Ich glaube, wir haben kennengelernt, dass Rheuma aus vielen Diagnosen besteht. Und Sie sind jetzt bestimmt unserer Ansicht, es ist eine wahre Revolution in der Rheumatologie entstanden. Aber die wissensdichte Message, glaube ich, die wir beide, Dr. Miele und ich, rüberbringen wollen, Rheumatologie ist Teamarbeit. Wir arbeiten zusammen, wir ergänzen uns gegenseitig, und ich glaube, das ist die Basis, um eine hervorragende Therapie zu machen. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen, bleiben Sie gesund. Vielen Dank. Danke.